Before the war is a war, to draw closer till it's all over. The all-knowing knocking doors till they all open. I crawl hoping for a moment to stand. Mitten aus dem Herz der Skater-Szene heraus ist der Moreboards Skate Contest entstanden und sucht jedes Jahr die Besten unter den Besten. Der Skate Contest ist eine ganz tolle Veranstaltung im Jahresprogramm des Jugendzentrums. Einmal im Jahr kommen aus ganz Österreich Skater hierher, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Ja, und wir freuen uns wirklich, dass diese Veranstaltung so tollen Zuspruch findet und unterstützen es deswegen auch sehr gerne. Unterstützt wird der Skate Contest unter anderem auch von der Sparkasse Amstetten, wodurch Preisgelder in der Gesamtsumme von 1.500 Euro möglich gemacht wurden. Für die Organisation hat sich auch dieses Jahr wieder das Team von Westrand hineingekniet. Es ist total wichtig, weil wir haben, wenn man da schaut, eine riesen Skater-Community in Amstetten, die vor Jahren den Park selber aufgebaut haben, mit uns gemeinsam. Und ich finde, das gehört jedes Jahr wieder wertgeschätzt, dass die Jugend da so viel investiert in diesen Skatepark. Treffpunkt ist also der neu sanierte Skatepark beim Jugendzentrum Atoll. Ja, wir haben den Skatepark vor 2 Jahren rund erneuert. Die alten Rampen sind in die Jahre gekommen, die Oberflächen waren schon ziemlich kaputt und wir haben ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben das wirklich gut erneuert. Es sind ein paar Hindernisse dazugekommen und die Jugendlichen bescheinigen uns, dass dieser Park wirklich zu den schönsten und tollsten in der Region gehört und deswegen freuen wir uns auch, dass diese Veranstaltung so gut über die Bühne gehen kann. Wir haben ja letztes Jahr einen kompletten Eigenpark gekriegt, eben vom IOU-Ramps. Also wir haben da eh die lokalen Skaters im Städten noch mehr mitgeholfen beim Aufbauen. Und also im Gegensatz zu dem Park, was wir im Vorjahr gehabt haben, hat sich echt einiges da. Also auch die neue Körb, zum Beispiel aus Granit, also das findest du auch wirklich fast nirgends. Also eher in Innsbruck zum Beispiel ist wieder der nächste Granitkörb, was ich kenne jetzt. Auch das Rail und alles, also das ist auch gut für Beginner, sage ich mal. Also man kann von klar auf gut auf dem Park beginnen und sich verbessern. Was es braucht zum Skateboarden, ist eine hohe Präzision in Bewegungsabläufen und ein gut ausgebauter Gleichgewichtssinn. Diese Fertigkeit muss man sich hart erarbeiten, im doppelten Sinn. Denn ein Fall auf den harten Asphalt kann mitunter schon die eine oder andere Blessur verursachen. Ich habe eigentlich schon einige Unfälle gehabt. Wenn man mal angefangen hat mit Skaten, wenn man das einfach ein paar Jahre macht, dann will man einfach nicht mehr aufhören. Also egal was passiert, es macht einfach viel mehr Spaß, als was die Schmerzen wieder. Die Leidenschaft hat gepasst, der Untergrund auch, nur leider das Wetter nicht ganz. Das hat der diesjährigen Ausgabe einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch hat es strahlende Sieger an diesem Tag gegeben. Santino Exenberger aus Tirol holte sich bei den Sponsored-Fahrern das Preisgeld ab. Bei den Unsponsored war es Chris Avo. There's no fucking room.